Servus YouTube, herzlich willkommen zurück zu Thief Simulator. In der letzten Folge haben wir unseren ganzen Kram verkauft und haben jetzt 1120 Euro. Wir brauchen aber, oder Dollar, je nachdem, wir brauchen aber ein bisschen mehr, denn wir brauchen den automatischen Dietrich, um eben in die eine Tür reinzukommen. Und wir müssen gucken, wie wir das bei dem anderen Haus machen müssten, das bei der 107, wo die ganze Zeit einer zu Hause ist. Da müssen wir gucken, ob wir vielleicht vorne durchkommen, ob das irgendwie eine Möglichkeit wäre, weil da war ja auch noch die Sache mit, du kommst über die Ranken im zweiten Stock, wobei ich das jetzt erstmal noch nicht gesehen habe. Wir werden auf jeden Fall erstmal den Rucksack Stufe 2 machen. Eine Rucksackstufe 1, 25% mehr Platz. Und dann da haben wir jetzt hier noch einen neuen Job mit Fenster im zweiten Stock einschlagen. Neben der... Wie gesagt, die sind ja beide nicht zu Hause. Wir haben aber keinen Hinweis. Bei den Taylors ist es ebenfalls so. Es ist halt ein bisschen blöd. So, die... Wilsons sind bald wieder nicht da, ab um 8. Gut, das heißt, wir werden uns jetzt hier hin auf den Parkplatz stellen und bis um 8 warten. Oder schlafen, je nachdem. Ah ne, warte mal. Dafür müssen wir ja runter. Dafür müssen wir ja runter. Uiuiuiui. Nicht zu schnell. So, genau. Das müsste die 108 gewesen sein, glaube ich. Genau. Nee, wir müssen aber zu 107, genau. So war das. So. Achso, genau, wir wollten schlafen bis um 8. Also genau eine Stunde schlafen. So. Gut. Die Personen sollten jetzt nicht mehr da sein. Wir müssen gucken, dass wir von hinten durchkommen. Also wir müssen von hinten rüber. Gucken, dass von links und rechts keiner kommt. Den lassen wir noch da vorbeizischen. Und dann sollte das ja alles funktionieren, weil der sollte ja jetzt eigentlich nicht mehr da sein. Eigentlich. Nur die Sache ist halt auch, dass wir eben hier gucken müssen. Die Fenster kriegen wir noch nicht auf, weil da bräuchten wir Schlösser knacken. Level 4. Somit müssen wir halt gucken, dass wir hier eben die Tür aufgeschlossen bekommen. Was auch nur mit einem automatischen Dietrich funktioniert. Perfekt. Läuft schon wieder hervorragend hier alles. Können wir das mitnehmen? Nö. Das läuft ja hier schon wieder alles hervorragend. Nämlich gar nicht, denn wir brauchen den automatischen Dietrich. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Wir brauchen diesen automatischen Dietrich. Und dafür werde ich jetzt hier nochmal ein bisschen was mitnehmen. Die 15 Dollar nehmen wir mit. Das Radio. Die Gläser nicht. Den Ofen können wir, also den Grill können wir nicht mitnehmen. Und hier durch die Türen kommen wir ja auch nicht, weil wir da eben dieses automatische Dietrich-Ding brauchen. Ist halt ein bisschen blöd. So, jetzt müssen wir halt hoffen, dass wir irgendwo 1034 Euro erkriegen. So. Dass wir, warte mal, wie viel, 56 Euro brauchen wir. Ne, 66 so. 66 Dollar brauchen wir. Die Frage ist natürlich, wo kriege ich die her? Wo komme ich jetzt ganz easy rein? Ist jetzt irgendwo einer nicht da? Die 111. Ja. So, da bin ich wieder. Ich gab kurz eine Unterbrechung. Ich musste kurz die Bestellung abholen. Denn die Sachen
für ein Projekt im Dezember für meinen PC sind angekommen heute. Da wird das Video wird auf jeden Fall am 24. Dezember kommen, also an Heiligabend wird das Video kommen zu meinem PC. Da seid ihr auf jeden Fall gespannt. Und wir gehen jetzt aber weiter. Wir müssen gucken, ob wir nicht hier irgendwas haben, wo wir reinkommen. Weil bei den Wilsons kommen wir nicht, also bei den Wilsons kommen wir nicht rein. So, bei den Watsons kommen wir nicht rein, bei den Powells könnten, oh, wobei. Bei den Powells könnten wir rein. Dann fahren wir doch zu den Powells. Weil die haben bestimmt noch irgendwas, was ich noch nicht habe. So. Und daher, dass ich noch ein bisschen Geld brauche, einfach hier hoch zu 112 und dann ist gut. Genau. Und dann wird hier auch auf jeden Fall die Videoqualität deutlich besser. Und eben auch die Games werden mal andere werden. Weil und weil wir werden auf jeden Fall mein Herzensprojekt spielen, mein Lieblingsspiel. Aktuell konnte ich es noch nicht spielen wegen der fehlenden Grafikkarte. Okay. Oh Gott. Nur dieses Schloss, ich mache mir da immer den Scheiß Dietrich kaputt. Junge, wollt ihr mich veräppeln? Na endlich. Junge, zwei Dietriche kaputt gemacht. Das muss sich lohnen. Der Quark hier. War ich eigentlich schon mal hier hinten? Ist mir auch egal, ich muss hier rein. Und ich brauche Geld. Ja, hier ist Geld, 15 Dollars. Wecker, nimm mal mit. Haben wir hier noch irgendwas drin? Birnenvase, nimm mal mit. So. Schade, hier ist kein Geld mehr. Schmutz. Haben die hier gar nichts mehr? Das kann nicht sein. Ach ne, das muss ich mittragen. Ja gut, dann weg damit. Oh ja, hier nehme ich mit. 15 Dollar, 15 Dollar. Nehme ich mit. Hier im Bad wird ja wahrscheinlich auch nicht viel sein. Ist gar nichts. Wir werden auf jeden Fall das Handy mitnehmen. Ist hier irgendwas drinnen noch, was uns interessieren könnte? Nee. Nicht wirklich. Ist hier noch irgendwas drin, vielleicht? Nö. Und dieses Kackspielzeug hier. Auch nichts drin. Gut. Dann gucken wir nochmal hier vorne. Nicht hier irgendwas drin haben. Was interessiert? Okay. Okay. Ja, ich werde jetzt kein Fernseher mitschleppen, das kannst du vergessen. Ist hier noch irgendwas? Die Vase hier nehme ich mit. So. Graue Vase noch mitnehmen, gut. Und dann werden wir ab, wieder raus. Ja, wahrscheinlich trage ich jetzt dann noch so ein Kackbild mit. Oh ja. So. Ach, die. Schmeiß mal das Radio raus. Soll ich noch rausschmeißen?
Bäcker einlassen. Oder wie viel braucht es denn? Ja, dann lass mal hier die graue Vase fallen. Ja, nimm das mit. Hab raus hier. So. Ist egal, du hast nichts gesehen. Du hast nie etwas gesehen. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Die Tür ist von alleine aufgegangen. Ich habe gar nichts gemacht. Nein, nein. So. Auf mich zu entdecken. Du Schwachkopf, du. Ich bin weg. Schneller als der Blitz. So. Nach Hause. Nach Hause, weil ich muss ja erstmal abgeben, das Ganze. Muss er den Auftrag erstmal abgeben. Und ja, dann werden wir weitersehen. Genau. Ba, 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 ba. So. Bonus Heimlichkeit kriegen wir nicht ganz voll. Aber gelbe birnenförmige Vase, $150. Und alte Yamaha Gitarre 5 XP, aber ich glaube, ja, kostet einfach mehr. Weiß ich nicht, kriegen wir jetzt hier einen neuen Auftrag? Nee. Black Bay. Alter Toaster, ich weiß gar nicht, wo gab es diesen alten Toaster? Ich glaube, das war eins bei diesen abgeranzten, glaube ich. Ich glaube, das war eins von diesen abgeranzten Schuppen da. Wenn man direkt, also die drei, die man am Anfang hatte, die drei Schuppen da, wo man einbrechen konnte. Ich glaube, von denen ist das. Da steht, glaube ich, so ein alter Toaster, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich kann mich natürlich auch irren. So, dann gehen wir mal wieder hier zu Rüdiger. Ja, was ist los, Rüdiger? Och, die hat sich ja sowas von gelohnt. 150 Kneten, Alter. So, verkauft, 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 verkauft. So. Und dann kaufen wir uns jetzt den automatischen Dietrich. Als letzte Handlung in dem Video werden wir uns jetzt den automatischen Dietrich kaufen. Und dann, ja, werden wir weitersehen. Genau. So. Hier. Und dann Black, nee. Tools for Thieves. Automatischer Dietrich. Kaufen kostet mich ja nur Costa Quanta 1200. Kann ich den hier eigentlich nutzen? Nee, nicht. Aber hier, Juwelierwerkzeug brauche ich dafür. Okay. Ja. Aber ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut wie immer gern in der Videobeschreibung vorbei. Da ist alles verlinkt. Und dann sehen wir uns am Samstag wieder. Bis dahin, hört rein. Tschüss und ciao.